Hallo, heute zeige ich dir noch ein wunderschönes Stück im New Age-Stil. Die Komponistin ist Michelle McLaughlin und das heißt Peace. Es wurde extra für Weihnachten komponiert, aber man kann das zu jeder Jahreszeit gut spielen. Was für ein wunderschönes Stück, sehr meditativ. In diesem Unterricht zeige ich dir die ersten zwei Akkorde. Das sind sehr einfache Akkorde, C-Dur und F-Dur. Ich zeige dir, wie man das spielen kann, damit das so wie ein Original klingt. Also wir haben das gespielt einfach nacheinander, die Töne C, E und G. Aber im Original klingt das so. Das heißt, wir verteilen diesen ersten Akkord über zwei Hände und spielen in der linken Hand C und G und in der rechten Hand C und E. Also wir nehmen diese C und E hier raus und übertragen eine Oktave höher. C, E. Und so klingt das noch ein bisschen fröhlicher, finde ich. Jetzt ist die obere Note E in diesem Akkord. Das ist übrigens hier die Note, die verantwortlich ist für diese Farbe, weil Terz in einem Akkord entscheidet, ob dieser Akkord Dur oder Moll ist. In diesem Fall ist das C eher großer Terz. Du kannst gerne noch einen Unterricht extra für Dur und Moll schauen. Drücke einfach auf diesen Link. Und dort erkläre ich das noch ein bisschen genauer. Und jetzt haben wir einfach CE, großer Terz, oben gespielt. Das ist ja einfach, ja? Und weil E so eine wichtige Note ist, die verantwortlich für Farbe in diesem Akkord, jetzt wollen wir dieses E rum herum umspielen. Das heißt, von unten, dann von oben und anschließend nochmal E. Und jetzt alles zusammen.
Das ist ja schon fast alles. Jetzt fehlt uns nur noch ein paar Töne in der linken Hand. In der linken Hand spielen wir Folgendes. Auch nicht schwer. Erstmal CG, dann CA und dann wieder CG. Hier versteckt sich noch ein zweiter Akkord. Wenn du von C bis zu F kommst, dann F gehört schon zu dem anderen Akkord. Das sind die Töne F, A und C. Speichern wir uns diese drei Töne F, A, C. Jetzt versuchen wir, sie zu finden in dieser Position. Also das ist das, was wir vorher hatten. Und dann suchen wir jetzt F, A, C. F ist hier dazwischen. Das ist einfach mit dem zweiten Finger. A können wir mit dem Daumen spielen. Und C haben wir schon. Dann bleiben wir hier auf dieser Position und jetzt haben wir schon F-Akkord gefunden, unsere Subdominante. Super. Vielleicht können wir das einfach mal üben. C-Akkord. Dann suchen wir jetzt F-Akkord. F ist hier. A. Und kleiner Finger bleibt. Und dann gehen wir zurück zu C-Akkord. So haben wir Tonika. Das ist C-Akkord, unsere erste Stufe. Tonika. Subdominante F. Nochmal Tonika C. Wunderschön. Also Tonika und Subdominante sind auf der gleichen Stufe. Beide Akkorde fangen mit C an hier. Dann fangen wir nochmal mit C-Akkord, unser Tonika. Dann spielen wir mit dem D nochmal Tonika. Und mit F, hier gehen wir auf A. Und so haben wir schon Subdominante gefunden. Jetzt gehen wir wieder zurück. Und wieder Tonika zum Schluss. Das war's. Tonika. Nochmal Tonika. Jetzt geht hier in der rechten Hand nach oben und in der linken Hand nach oben. Das war's. Subdominante gefunden. Und dann wieder zurück. Und Tonika. Wunderschön. Also Tonika und Subdominante können wir schon gut finden. Beide Akkorde sind nämlich auf dem gleichen Ton, auf dem C. Das klingt wie O du Fröhliche. Also Tonika, Subdominante, Tonika. Merken wir uns das. Nur in diesem Fall spielen wir die breite Lage von Akkorden. Wir bleiben hier nicht bei C, E, G, sondern nehmen wir C und E hier raus und spielen C, E eine Oktave höher. So, das ist jetzt also breite Lage von C-Akkord. Jetzt spielen wir O du Fröhliche nur eine Oktave höher. Klingt komplett anders, ja?
Also, dann kommt hier vierter Finger nach oben und hier Daumen nach oben. Das ist unser Subdominanter. Und wieder zurück zur Tonika. Jawohl, das ist ja Grundgerüst hier. Und jetzt, was hier genau steht, klingt so. Jetzt müssen wir einfach nur dieses eher rum hier rum spielen. Also E, dann von unten D, dann F mit Subdominante zurück und Tonika. Versuch mal so eine Schleife zu spielen. Erstmal E, dann D, E, F, E, E. Und linke Hand ist flexibel, sie kommt mit. Erstmal bleibt linke, geht wieder hoch mit der rechten zusammen und dann wieder runter. Je nachdem, wo die rechte Hand sich bewegt, dort geht auch die linke Hand mit. Ja, das war's schon. Die zwei Takte haben wir gelernt und vor allem, wir haben sehr schöne zwei Akkorde verinnerlicht. Jetzt wissen wir, dass Tonika und Subdominante kann man auf der gleichen Stufe bauen. Und wie findest du das? Ist das schwer? Ich hoffe, das macht dir Spaß und du das sehr gut auch bald schon selber spielen kannst. In den weiteren Takten lernen wir diese Stelle. Es klingt auch sehr harmonisch. Das erkläre ich dir im nächsten Unterricht. Die Fortsetzung kann man bestellen auf meiner Internetseite hobby-piano.de. Und wenn du Anfänger bist, werden wir spielen Anfängerversion, also mit der linken Hand nicht so schwer. Und ich werde anschließend auch die Variante für Fortgeschrittene zeigen. Ich wünsche dir nochmal ganz viel Spaß mit diesem wunderschönen Stück und bis bald!